Emotional hat die Kiew-Reise des Bundeswirtschaftsministers heute begonnen. An einer Gedenkmauer für gefallene Soldaten hat Habeck Blumen niedergelegt. Geplant ist auch ein Treffen mit Präsident Selenskyj. Bei den Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt stehen aber vor allem Wirtschaftsthemen auf der Agenda. Dem Vizekanzler geht es auch um den Wiederaufbau der Ukraine. Begleitet wird er von Vertretern der Wirtschaft, darunter auch aus der Rüstungsindustrie. Gleich bei seiner Ankunft in Kiew heute Morgen macht der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck klar, dass er die militärische Unterstützung der Ukraine mit Nachdruck vorantreiben will. Man muss jetzt vorangehen und ich weiß, dass andere Länder das genauso aufgefasst haben und es ist ja schon sehr viel geliefert worden und alle werden wahrscheinlich sagen, Mensch, wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir was zurückhalten für uns selbst, aber der Krieg ist ja hier. Es geht aber auch um den wirtschaftlichen Wiederaufbau. In Begleitung einer Wirtschaftsdelegation, Vertretern der Solar- und der Rüstungsindustrie, geht es dem deutschen Wirtschaftsminister heute vor allem darum, Wiederaufbauhilfen zuzusagen und deutsche Unternehmen mit ukrainischen zu vernetzen. Am Nachmittag dann weihte Habeck in Irpin in einer Schule, die beim Vormarsch russischer Truppen zerstört worden war, eine Solaranlage mit deutschen Bauteilen ein. In den letzten Tagen und Wochen hatte die russische Armee ihre Angriffe auf die Infrastruktur verschärft. Der Minister ist beeindruckt, wie sehr die Ukraine beim Wiederaufbau auf Solarenergie setzt. Dezentral und nicht so leicht angreifbar durch russische Raketen. Sehr erstaunlich, welche Zubaumengen an Solarenergie jetzt im letzten Jahr unter Kriegsbedingungen hier in der Ukraine passiert sind. Und einmal mehr wiederholte Habeck, dass Deutschland beim Wiederaufbau der Ukraine einen langen Atem haben müsse. Dazu die Frage nochmal an Birgit Pfirnig in Kiew. Ja, wie schwierig ist es denn, den Wiederaufbau zu planen und zu finanzieren, wenn gleichzeitig aber durch die immer neuen Angriffe aus Russland eben gerade die Infrastruktur auch immer wieder zerstört wird? Ja, das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit, wenn man so will, aber dennoch sehr, sehr wichtig, auch um der Ukraine das Gefühl zu geben, dass die Verbündeten an der Seite der Ukrainer und Ukrainerinnen stehen. Man will ja am Ende keinen gescheiterten Staat haben, also einen sogenannten Failed State. Das ist sehr, sehr wichtig. Das hat Habeck auch bei seinem Besuch jetzt über seinen Gesprächen noch mal deutlich gemacht. Es ist sehr wichtig, diesen Wiederaufbau schon zu starten, während natürlich noch Bomben und Raketen hier Städte, ganze Städte zum Teil zerstören. Also der Druck beispielsweise auf Kharkiv ist enorm. Dort geht es wirklich darum, die Russen versuchen, die letzten Menschen dort dazu zu bewegen, die Stadt zu verlassen. Die Infrastruktur wird ständig beschossen, fast täglich gibt es dort mehrmals Alarm. Also das ist eine sehr, sehr ernste Lage, die sich Robert Habeck auch hat erzählen lassen. Er wird nicht nach Kharkiv fahren, aber auch hier war heute direkt nach seiner Ankunft Alarm, Luftalarm, sodass die Delegation in einen Bunker, in einen Schutzraum musste. Damit hat er noch einmal mehr diese Realität des Krieges mitbekommen und war dadurch auch sehr beeindruckt. Also wir reden von etwa 500 Milliarden Euro, die der Wiederaufbau der Ukraine in den nächsten 10 Jahren etwa kosten wird, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Darüber hinaus verliert die ukrainische Wirtschaft natürlich jedes Monat, jeden Tag natürlich an Geld, weil sie gar nicht so in der Lage ist, zu agieren, wie sie das sonst würde. Und das sind so Gespräche und das sind Inhalte, die bei diesen Begegnungen heute eine Rolle spielten. Also es geht um wirtschaftliche Zusammenarbeit am Ende auch. Herr Habeck, also Robert Habeck, war in Begleitung von einer Wirtschaftsdelegation, aber es waren auch Vertreter der Solar- und der Rüstungsindustrie mit dabei. Die werden jetzt heute und auch morgen Gespräche führen. Habeck geht es in erster Linie auch darum, die deutsche Wirtschaft zu ermuntern, hier zu investieren, das Potenzial der ukrainischen Unternehmen, der ukrainischen Wirtschaft zu sehen. Jetzt haben wir dieses eine Beispiel in Sachen Solarenergie in Ihrem Film gesehen. Wo könnte es denn da weitere Kooperationen geben?
Ja, das ist, war in Irpin. Irpin war, wir erinnern uns, zu Beginn der Invasion der Russischen, ganz am Anfang direkt die Front. Eine Front verlief direkt durch den Ort. Da ist sehr viel zerstört worden. Menschen sind in ihren Autos erschossen worden. Also diese Schule ist wieder aufgebaut worden und eben jetzt mit einer Solaranlage ausgerüstet worden, die eben mit deutschen Modulen, mit deutschen Geräten ausgestattet ist. Das ist insofern zum Beispiel sehr wichtig, weil Schüler zurückkommen, Eltern zurückkommen, weil sie die Zuversicht haben, dass die schulische Ausbildung ihrer Kinder vonstatten gehen kann. Insofern ist alles das sehr, sehr wichtig, dass auch eben nicht noch mehr Leute das Land verlassen, es noch mehr Flüchtlinge gibt. Also das war etwas, worüber Robert Habeck gesprochen hat, hat sich auch aufklären lassen. Etwa 4000 Schulen sind in der ganzen Ukraine zerstört worden und das ist jetzt sozusagen so eine Blaupause hier in Irpin, in dieser Schule. Man will das jetzt auf andere Schulen übertragen, auf andere Universitäten beispielsweise. Und es ist ja auch ein Zusammenschluss gewesen von europäischen Firmen, Solarfirmen, die eben ihr Know-how und aber auch ihre Hardware und Software zur Verfügung gestellt haben für diese eine Schule. Etwa 40% werden jetzt vom Energiebedarf dieser Schule werden so gedeckt. Und gleichzeitig können die Kinder, die Schüler eben auch lernen, was es heißt, nachhaltige Energie zu haben. Das heißt, wie können also diese engeren Wirtschaftsbeziehungen bzw. Kooperationen dann aussehen zwischen der Ukraine und eben Deutschland? Also das ist etwas, was natürlich auf die Zukunft gerichtet ist. Aber ja, der Wiederaufbau hat ja in der Ukraine schon in vielen Orten stattgefunden, also findet statt die ganze Zeit. Also man versucht dort, wo die Infrastruktur durch russische Bomben und Raketen zerstört worden ist, eben schon gleich nachhaltig das Ganze aufzubauen. Also die Anlagen so zukunftssicher zu machen, dass man sie eben in einen Mix, in einen größeren Mix sozusagen einbauen könnte, auch Solar- und Windenergie. Also da entstehen zum Beispiel auch Windparks. Es gibt deutsche Unternehmen, die Absichtserklärungen unterschrieben haben beim Besuch beispielsweise von Frau Baerbock vor einigen Monaten, also im letzten Jahr. Da ist ein Unternehmer, der möchte gerne in Tschernobyl, in dem Sperrgebiet von Tschernobyl, der kontaminierten Zone rund um das AKW Tschernobyl, dort möchte er einen Windpark bauen. Also weil man kann diesen Ort ja sonst nicht groß nutzen. Und das ist dann eine ukrainische Firma, die eben auch von der Regierung unterstützt wird. Und hier gibt es eben auch Zusicherungen seitens der deutschen Regierung, Unternehmen darin zu unterstützen, wenn sie solche Projekte vorantreiben. Das wurde heute auch noch mal besprochen. Dankeschön, Birgit Firnig in Kiew.